Mensch, Leute, hi, was geht? Ich bin immer noch ein bisschen im Arsch von dem Stream gestern. Wir haben 24 Stunden echt eine Menge Scheiße erlebt. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Material, was Thomas hier jetzt in 10 Sekunden ganz schnell mal irgendwie aneinander rein kann, damit ihr einen kurzen Überblick habt, was eigentlich überall alles so passiert ist. Fühlst du wohl? So, meine Damen und Herren, und damit haben wir einen Gewinner. Ich würde sagen, ich mach erstmal oben weg und an den Seiten lassen wir erstmal stehen, ja? Also mit der Nase siehst du absolut obdachlos gerade aus. Super geil. Thomas, ist das eigentlich eine Rolex, die du da trägst? Fällt mir gerade das erste Mal auf, dass du eine Rolex. Ja, klar. Alter, nice, ja. Gut, Leute, da wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wo das Spendengeld hingegangen ist. Thomas hat eine neue Uhr gekauft. War eigentlich nicht so geplant. Jetzt mal ganz kurz ernst der Lage, Leute. Wir haben gestern laut Spendencounter um die 80.000 Euro. Ich glaube, insgesamt kumuliert 81.593 Euro oder sowas gesammelt. Müsste ich gleich nochmal bei Tippi-Stream nachgucken. Ich sage aber jetzt von vornherein, dass dieser Betrag wahrscheinlich leider Gottes nicht echt ist, beziehungsweise nicht der Wirklichkeit entspricht, weil innerhalb des Systems einiges doppelt gezählt worden ist, dass wir wahrscheinlich momentan bei einem deutlich niedrigeren Betrag liegen, der aber trotzdem deutlich höher ist als beim letzten Mal. Das ist ja eigentlich das Wichtige, dass wir uns immer wieder neu übertreffen. Auf PayPal eingegangen, meine Freunde, sind momentan 58.508 Euro plus nochmal 2.500 Euro von mir und nochmal 1.500 Euro von Pietro Lombardi, die da drauf kommen. Dann kommen dazu noch die Handyhüllen und es gibt noch, glaube ich, ein paar größere Donations, die wahrscheinlich sogar noch oben drauf kommen von Privatpersonen und, glaube ich, noch 200 Spenden, die noch gar nicht verarbeitet worden sind, habe ich eben gesehen. Ebenso in dieser Summe drin sind die 15.500 Euro von den Sponsoren, unter anderem, wie gesagt, Dein Design, die uns mit 5.000 Euro unterstützt haben, Activision, die Gamescom, das Bootshaus, natürlich OnePlus. Hier unten seht ihr einmal den Banner und natürlich auch Red Bull, die komplette Venue übernommen haben. Da auf jeden Fall schon mal Grüße gehen raus an alle Sponsoren. Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an alle Leute, die gespendet haben, weil es halt einfach echt so krass gewesen ist, zum Ende hin zu sehen, wieder nochmal. Ich glaube, in der letzten Stunde sind irgendwie nochmal fast gut 6.000 oder 7.000 Euro zusammengekommen. Das ist einfach nur geisteskrank brachial gewesen. Da hätten wir niemals mit gerechnet, dass es diese riesige Summe am Ende tatsächlich dann doch irgendwie wird. Ich hatte das Ziel so auf 75.000 festgesetzt. Und wenn ich das jetzt richtig kalkuliert habe, meine Freunde, wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, landen wir irgendwo zwischen 65.000 und 75.000. Das heißt, das Ziel ist wahrscheinlich ganz knapp erreicht worden. Wie gesagt, ich müsste gleich nochmal im System genau nachgucken. Ist gerade alles sehr undurchsichtig. Wir müssen noch sehr viel hin und her verrechnen. Aber wir können auf jeden Fall später ganz transparent auf Social Media kommunizieren, was dann der letztendliche Spendenstand ist. Mit dabei kommen natürlich nochmal die ganzen Dein Design Handyhüllenverkäufe. Ihr könnt nochmal schnell in die Beschreibung gucken, meine Freunde. Da gibt es die Handyhülle nämlich noch zu kaufen. Wie gesagt, 5 Euro pro Handyhülle gehen an unseren Verein. Gönnt euch auf jeden Fall das nochmal rein. Ganz wichtig, da könnt ihr euch auf jeden Fall dann nochmal bedienen. Georg, jetzt gerade noch nicht, ja? Wir drehen erst später unser Video. Ach so. Ja, noch nicht. Also schön aber, dass du hier bist. Geht gerade um was anderes, ja? Setz dich ruhig wieder rüber dann, ja? Ja. Georg ist gerade auch hier, Leute. Wir drehen gleich noch ein paar Videos, weil ich vorproduzieren muss und Georg auch hier zu Besuch habe. Schön, dass du hier bist, ne? Ja. Ja, ist schön, genau. Jetzt bin ich komplett raus. Genau, also wie gesagt, die ganzen Verkäufe der Handyhüllen kommen noch oben drauf. Ich rechne mal mit... Ich schätze mal so 67.000 bis 72.000, das wird irgendwo so der Bereich sein, wo wir letztendlich landen. Das werdet ihr dann, wie gesagt, auch noch alles auf Social Media erfahren. Social Media ist direkt der nächste Schritt, meine Freunde, denn Cosmic Companions hat natürlich auch einen Social Media Kanal, auf dem wir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr transparent kommunizieren werden, wohin das Geld auch geteilt wird, das sage ich euch gleich auch nochmal. Aber dieser Social Media Account ist vor allem noch dafür da, um zu sehen, was mit dem Geld innerhalb dieser Projekte passiert. Ihr folgt jetzt unbedingt mal ganz wichtig hier unten rein, meine Freunde, das ist unser Instagram Account. Der wird hauptsächlich von dem kompletten Verein gemeinsam geführt, das heißt, da wird jeder irgendwie was posten, da kommen auch die ganzen Bilder vom 24-Stunden-Stream drauf. Ich werde davon auch einiges posten, also ihr könnt auch mir gerne auf Instagram reinfolgen, let's get it. Link ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber da werdet ihr auf jeden Fall auch dann die offizielle Spendensumme, wenn dann alles in gut 1 bis 2 Wochen abgerechnet ist, sehen, was dann letztendlich der Stream zusammen kumuliert gebracht hat. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, Revi, wie ist das eigentlich mit diesem wunderschönen Verein? Was habt ihr da eigentlich gemacht und worum geht es da eigentlich? Also Cosmic Companion ist ein gemeinnütziger Verein, der auch als gemeinnütziger Verein anerkannt worden ist vom deutschen Staat, bestehend aus Tadel, Adi, Luna, Jody, Tillmann, Volkan, Kim und mir, sprich Tillmann, Volkan, Kim sind Teil unseres Managements. Tadel, Ali, Luna, Jody kennen die alle. Wir haben uns zusammengesetzt und gedacht, okay, es wäre mal an der Zeit, einen eigenen Verein zu gründen. Warum wir das ganze Geld nicht wieder nach Namibia schicken, ist auch relativ simpel, weil wir im letzten Jahr mit den 50 oder 56.000 Euro so viel Geld dahin geschickt haben, dass, so blöd es klingt, die jetzt erstmal tatsächlich genug haben. Und deshalb, meine Freunde, geht dieses Jahr von der gesamten Spendensumme nur 20.000 Euro nach Namibia. Ganz wichtig ist aber erstmal, dass ihr alle momentan nicht direkt nach Namibia gespendet habt, sondern erstmal nach Cosmic Companions, sprich in unseren Verein hinein. Und wir werden als Verein hingehen und das ganze Geld zweck- bzw. projektgebunden auf die einzelnen Vereine, die wir unterstützen möchten, aufteilen. Unter anderem einer dieser Vereine ist nach wie vor Tangini Shinongo, unser Projekt in Namibia. Da werden 20.000 Euro der gesamten Spendensumme daraufhin entfallen. Wie gesagt, mehr braucht es da einfach gerade nicht, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Damit ist der Verein auf jeden Fall schon mal für mehrere Monate wieder safe und wir können uns da auf jeden Fall entspannt zurücklegen. Die haben momentan alles, was sie brauchen. Also geht 20.000 Euro der Spendensumme dahin. Dann haben wir ein Tierheim in Hamburg, meine Freunde. Und zwar ist das der Tierschutzverein Hamburg, das Tierheim an der Süderstraße. Bezahlt werden mit diesen 10.000 Euro
Euro, die in das Tierheim gehen, nur Materialkosten bzw. keine Personal- oder Verwaltungskosten oder keine Werbekosten. Weil wir gesagt haben, ey, wir wollen nicht unbedingt hingehen und Werbung für einen anderen Verein unterstützen bzw. möchten, dass das Geld wirklich genau zweckgebunden in diesen Projekten auch ankommt. Deshalb werden mit diesem Geld tatsächlich Spezialfutter, OPs von Tieren, leider auch von Katzen, wie ich hier gerade lesen muss. Ich mag keine Katzen, ich liebe Hunde, Katzen, ich habe eine Allergie. So. Aber auch Katzen werden operiert werden, meine Freunde. OPs von Tieren, Spezialfutter und generelle Ausstattung, sprich eventuell Operationsgeräte, Futter, Tränken und so weiter und so fort. Funktioniert ungefähr so. Katze A geht ins Tierheim, also wird es wahrscheinlich nicht selber, kriegt eine Operation und dann schickt der Arzt eine Rechnung nicht an das Tierheim, sondern an uns. Wir überweisen die Rechnung und bei 10.000 Euro hören wir auf zu überweisen und dann sind wir quasi damit durch. So funktioniert das ganze Prinzip, weil wir wie gesagt hundertprozentig sicher sein wollen, dass das Geld dafür ausgegeben wird, für das wir es auch möchten. Der nächste Verein ist tatsächlich der Verein Ökolöwe in Leipzig. Die pflanzen Bäume im ganzen städtischen Raum. Die kriegen 7.000 Euro von uns. Ich finde es einfach wichtig, so ein Projekt zu unterstützen. Ich hätte gerne so ein Projekt in Köln gesehen. Leider gibt es das noch nicht, aber wir haben auch gestern schon zusammengesessen und gesagt, eigentlich müssen wir sowas selber machen. Dementsprechend geben 7.000 Euro an Ökolöwe Leipzig e.V. bzw. 7.000 Euro Sachspenden. Das sind in dem Falle 7.000 Euro für Saatgut. Das heißt, das sind Baumsamen. Das sind ehrenamtliche Leute, die natürlich nicht bezahlt werden, die Dinger pflanzen. Das heißt, da fallen wieder keine Personalkosten an. Werbekosten natürlich in dem Falle auch nicht, sondern das sind wahrscheinlich alles Sachspenden wie ein Spaten, ein Klappspaten, alle ein bisschen Blumenerde und ein paar Samen, um das ganze Ding dann quasi in den Boden zu pudeln. Ne, ganz wichtig. Dann gehen nochmal 2.500 Euro an Minitopia e.V. Es ist ein Natur- und Umweltlernprojekt für Kinder und mit Kindern. Es ist eine LKW-Werkstatt, auf der quasi Kinder in einem riesigen Areal lernen können, wie man sich mit natürlichem Anbau von Lebensmitteln auseinandersetzt und sich generell in einem sozialen Brennpunkt halt dafür einsetzt, dass Kinder der Natur ein bisschen näher gebracht werden. Auch da wie gesagt nur Sachspenden, das heißt, da werden Arbeitsblätter für die Kinder mit erstellt, da werden neue Tische und sowas mit gekauft und sehr viele Sachen, die einfach vor Ort finanziert werden müssen. Aber auch da wieder, wir zahlen die Rechnung, geben nicht das direkte Geld dahin, sondern die Vereine wenden sich an uns und sagen, hey, wir haben ungefähr einen Rahmen von 10.000 Euro, die wir ausgeben möchten und dann schauen wir, was in diesen 10.000 Euro quasi machbar ist. Wie gesagt, ich betone es hier nochmal, weil es einfach für mich und für den ganzen Verein sehr wichtig ist. Werbe, Personal und sonstige Promokosten übernehmen wir nicht. Und so sieht es quasi aus. Das ist Cosmic Companions. Das war der 24-Stunden-Charity-Livestream. Ich bin absolut geflasht von dem ganzen Support. Ich bedanke mich hier nochmal bei allen Sponsoren, bei Take TV, bei Schlorox, bei Tinkerleo, bei Monte mit seinem riesen Host und seiner fetten Donation. Kuss geht raus an dich, Bruder. Bei Trimax mit seinem riesigen Host, bei Hand of Blood, die alle unterstützt haben. Ich kann sie gerade gar nicht aufzählen, bei Pietro Lombardi. Ach, einfach bei allen Leuten, die irgendwie daran mitgewirkt haben, bei allen Leuten, die da gewesen sind, Leute. Es war eine absolut ehrenhafte Aktion. Es hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall jetzt die ganze Woche über kleine Teile, darauf warten hier wahrscheinlich alle, kleine Teile des Streams wieder als einzelne Videos hier auf dem Kanal zu releasen. Wie gesagt, da sind sehr witzige Sachen dabei gewesen. Wir haben gekocht, wir haben gebacken, wir haben gelacht, wir haben gehandwerkt, wir haben alles gemacht und es war auf jeden Fall eine echt witzige Angelegenheit. So, ich bin aber draußen, ich muss jetzt hier mit Georg noch ein paar Videos drehen, ne? Georg? Ja, genau. Machen wir nämlich jetzt und in dem Sinne, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Folgt auf jeden Fall Cosmic Companions auf Instagram, da seht ihr dann, wie gesagt, ein paar Bilder von dem Stream und natürlich auch später dann, wie gesagt, 1 bis 2 Wochen, denke ich, würde es dauern, bis wir die offizielle Spendensumme haben. Ich werde natürlich auch dazu auch noch was sagen und dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, was dann in den einzelnen Projekten so passiert mit eurem Geld, was ihr gespendet habt. Riesiges Dankeschön an meine gesamte Community, an alle Leute, die gespendet haben. Jeder Euro hat da gezählt. Wir sind absolut geflasht und hätten niemals gedacht, dass wir sowas Großes auf die Beine stellen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin damit raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.